unser Clock Bill Haley aus dem Jahre 1954. Beginn der Rockgeschichte somit mit Bill Haley, Rock Around the Clock. Den will ich mit euch jetzt einüben. Ja? Das geht ganz einfach. Jetzt Rock Around the Clock könnt ihr spielen. Ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Ein Rock'n'Roll-Titel. C-Dur. C-Dur Dreiklang mit dem Sept, mit der Septime. C-E-G-B. Ja, das ist zumindest zum Einspielen sollte man das haben. C-E-G-B. Dann die zweite Stelle. G-F-S-C. Also von oben runter G-F-S-C. Ja. Und dann die dritte Stelle. G-F-E-C. Das wären die drei Teile noch einmal zum Einspielen, also den C7 Dreiklang C E G B, dann käme der F7, das ist G F S C in der Lage. Moment, meine Katze schreit. Bin gleich wieder da. Moment. Ja, jetzt bin ich wieder da. Meine Katze hat was zum Fressen bekommen. Wenn es einmal ist, dann werde ich euch meine Katzen auch einmal zeigen. So, Rock Around the Clock sind wir dabei. C7. C, E, G, B, G, E, C. Dann kommt F. 7 und da fangen wir an mit dem G als 9er. G, F, S, C. Also wir sind am Einüben von Rock Around the Clock. G, F, S, C. Und dann spielen wir G, F, E, C. Ja, das wären die Vorübungen. Ja, und dann geht's los. Also C C C C C C C C C E E E E E E E E E G G G G G G G G G E F ist G G G G G G G. Das war C. E mit Oktave und jetzt kommt G mit Oktave. E, F, Fis, G, Fis, G, Fis, G, Fis, G. Dann, das war also die Einleitung, dann geht's los mit dem Thema. C, E, G, C, C, E, G. Einen Auftakt nehmen wir davor mit dem G. G, C, E, G, G, C, C, E, G. G, C, C, E, G, A, B, G, E. G, C, C, E, G, A, B, G, E. Dann geht's weiter. C, G, F, S. C, G, G, F, S. C, G, G, F, E. C, G, G, F, E. Ja, das S zeige ich euch noch. Da spielt man wie dem D-Griff, das D und der kleine Finger, die Taste gleich daneben, das ist das S. G, G, F, S, C, G, G, F, E. Dann kommt der Schlussteil. F, E, F, E, F, Fis, G, F, S, C, C. F, E, F, E, F,
Fis, G, F, S. F, E, F, E, F, Fis, G, F, S, C, C. Das wäre es gewesen. Dann kommt der Mittelteil, das ist ganz einfach. Ja, vielleicht könnt ihr so mit mir mitsingen, ja? Also, Ohren auf, singen, swing. Ja? Rock and Roll ist auch Swing. Und zwar mit den Tönen C, 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 F, 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 F. C, 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 C. Da kommt G, 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 F, S, C, C, C. Mit mir zusammen. Zweimal das C ist gekommen. Ja. Ich habe auch einen Backing-Track erstellt, der kommt aber gleich. Wir müssen noch den Schluss machen. Der Schluss heißt das ist C, 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 B, 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 A, 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 Gis, Gis oder As, As, Aski. Da hängt die Giss- oder Assklappe, ja, die saugt sich immer voll bei jedem, da muss man dann immer ein bisschen nachhelfen. C, 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 B, 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 A, 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 As, 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 G, G, A, H, C, C. Ja. Wir machen das mit Oktavklappen, ja. C, 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 B, 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 A, 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 As, 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 G. Alles mit Oktavklappe. Und das letzte C ist ohne Oktavklappe. Ja, und jetzt der Backing Track. Ich habe einen erstellt. Könnt ihr mitspielen? Wir machen jetzt ein bisschen. Ihr könnt den von mir aus haben. Ihr könnt schreiben, ob es ihr für Tenor oder für Alt. Der Link ist in meiner Infobox, dann könnt ihr das gerne haben. So, und jetzt kommt der Backing Track. Viel Vergnügen. Ja, also, das wäre dieser Backing-Track gewesen. Play along, könnt ihr gerne haben. Rock around the clock.